Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich nicht so in Stimmung bin wie sonst. Es hatte nicht so ausgesehen. Charlie, mach Licht am Stammtisch und bring Whisky. Na kommt, ihr beiden. Und was ich noch sagen wollte, die Gnefrau könnt ihr weglassen. Ich bin Claire. Sie tätschelte wieder Jules Wange. Und du darfst sogar Tante Claire sagen. Jawohl, Tante Claire. Wir folgten ihr durch die Plüschwinkel vorbei an den vielen Bildern. Rechts am Ende des Raumes öffnete Tante Claire eine Tapetentür und machte Licht. Wir betraten ein kleines, ziemlich gemütliches Zimmer mit Sesseln und nur einem großen Tisch. Die Ausstattung war die gleiche wie draußen. Nur die Bilder der Künstler hingen noch dichter und die Widmungen waren länger. Charlie kam mit dem Whisky. Das erste Glas tranken wir auf die Mama. Es war gut so. Sie hatte keine Lust mehr. Sie war zu alt für diese Zeit. Es war nicht die ihre. Sie wollte ihre Ruhe haben. Ja, schön, wenn man so weit ist. Anderen geht es wieder zu plötzlich. Stefan der Große hätte sich bestimmt lieber noch länger hier aufgehalten, wie ich ihn kannte. Und Valentin Serkow auch. Manchmal wird man nicht gefragt. Hat die Polizei schon etwas gefunden? Wenn ja, hat sie es schön für sich behalten.